Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich bin's Kati und ich habe heute etwas echt Ekliges für euch. Es ist wieder ein Scherzartikel, ich mag ihn gar nicht anfassen, aber ich zeig ihn euch mal. A Liquid Ass Fart Prank. Das ist ein Prank Spray, also ein Prank Spray, das super heftig nach Kacke riecht und nach Pups. Man sieht schon die Toilette da drauf und die Person, die bekommt schon rausstechende Augen und ich glaube, die hat auch eine Gasmaske auf. Und ich muss sagen, ich habe das auch schon ausprobiert und daran gerochen. Das riecht so eklig. Also man soll es von Kindern fernhalten und am besten Hautkontakt vermeiden. Also... Gefährlich ist es nicht. Es ist nicht giftig, aber es ist sehr, sehr stinkend. Pull a stinky prank on your friends right under their nose. Also man soll das am besten den Freunden sogar direkt unter die Nase sprühen. Kommt aus den USA. Ist super eklig. Wenn mir das jemand unter die Nase sprühen würde von meinen Freunden, ich glaube, dann wäre die Freundschaft beendet. Ich werde es jetzt mal öffnen und nochmal daran riechen. Also es sieht erstmal ganz normal aus. Das Spray, was da rauskommt, ist auch nicht braun oder so, sondern es ist einfach ein durchsichtiges Spray. Aber boah, wenn man es nur öffnet, es fängt schon total heftig an zu stinken. Ich habe letztens schon so einen Test gemacht. Da habe ich ein Taschentuch genommen und habe das da so drauf gesprüht. Und dann hat der komplette Raum danach gerochen und den ganzen Tag lang hatten meine Finger irgendwie auch noch danach gerochen. Deswegen, ich will es jetzt gar nicht nochmal ausprobieren. Ich hoffe, ihr könnt es euch schon vorstellen. Es riecht einfach total heftig, wie wirklich, wie wenn jemand auf die Toilette geht und richtig, richtig heftig zum Beispiel Durchfall hat oder so. Es ist schon extrem. Ein echt gemeiner Scherzartikel, mit dem man jemanden richtig ärgern kann. Also, ich würde das nicht bei meinen Freunden machen und wenn meine Freunde das bei mir machen würden, würde ich mich auch echt ärgern. Aber vielleicht habt ihr jemanden, den ihr mal so richtig ärgern wollt. Dann könnt ihr das hier machen. Das ist schlimmer als jede Stinkbombe. Einfach ein flüssiges Spray kann man aufsprühen, wie ja, ein Sprühdeo oder wie so ein Mückenspray oder so. Ich habe auch zu Hause so ein Mückenspray, was genau ungefähr die gleiche Form hat. Kann man also auch verwechseln. Praktisch für unterwegs und zum Mitnehmen, aber super gemein. Das ekligste Prankspray überhaupt. Und sobald man nur den Deckel abnimmt. Boah, ich riech's schon wieder. Boah, Pferdescheiße. Entschuldigung. Wie wenn man mal in einem Pferdestall war. Und wenn man dann wirklich ganz nah da dran geht und daran riecht. Also, oder so Kuhscheiße. Oh, auf jeden Fall extrem, extrem heftig. Heftiger, als man es sich, glaube ich, gerade noch vorstellt. Mir ist auch letztens, als ich es getestet habe, schon ein bisschen schlecht geworden. Also ich dachte wirklich, oh, gleich muss ich brechen oder so. So widerlich stinkt es. Ich wollte es euch einfach mal zeigen. Ja, vielleicht ist das für den einen oder anderen von euch was. Was sagt ihr dazu? Gerne unten in die Kommentare schreiben. Schreibt mal, würdet ihr damit wirklich Freunde ärgern und pranken? Würdet ihr sowas machen? Wenn ja, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr das vielleicht auch ein bisschen zu heftig findet wie ich, schreibt es auch in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Schaut sonst unsere anderen Videos, abonniert unseren Kanal und bis zum nächsten Mal. Tschüss!